Moin Survival-Freunde, heute bin ich wieder rausgegangen und wollte ein paar Pilze sammeln. Es ist zwar schon relativ spät in der Jahreszeit, aber ich wollte trotzdem einfach mal raus und los geht's. Oh ja, da haben wir doch schon ein super Prachtexemplar gefunden. Und auf jeden Fall überlegt man jetzt, solchen abschneiden oder solchen rausdrehen. Da wurden viele Tests gemacht und das Ergebnis zeigt, dass dem Pilz es eigentlich relativ egal ist. Man kann ihn auch rausruppen und er wächst trotzdem noch nach. Da könnt ihr einfach mal ein Video von Kai Sackmann angucken. Der hat das gemacht. Ich fand das eigentlich ganz cool. Und dann werde ich ihn jetzt rausdrehen, weil da hat man noch am meisten vom Pilz. Also ganz vorsichtig. Und das ist doch ein schönes Exemplar. Weiter geht's. Ist das hier wunderschön? Es kommt so viel Licht dran und das hier ist eigentlich die perfekte Ecke für Steinpilze. Moos und Fichten. Super Stelle, weiter geht's. Hier wieder einen schönen Pilz, eine schöne Marone. Da oben ganz versteckt ist auch ein kleiner. Ja, das ist doch ein super Platz hier. Da setzen wir uns jetzt hier nieder. Das Windgeschützt ist super. Und hoffentlich ein bisschen trocken. Dann werden wir die Pilze jetzt verarbeiten. So, wir haben ein paar gefunden. Es ist völlig ausreichend für eine gute Survival-Mahlzeit. Und wir werden die jetzt verwerten. Wir haben hier einmal Sahne zum Aufgießen. Ein bisschen Schinken. Frisches Brot. Ein bisschen Gewürze und Butter. Und dann geht's gleich los. Ich werde jetzt die Pilze ein bisschen sauber machen und ein bisschen schneiden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt diesen Pilz. Wir haben meistens eigentlich nur Maronen gefunden. Steinpilze leider nicht mehr. Auf jeden Fall, ich werde hier jetzt zum Kochen hier den Schwamm entfernen. Das schmeckt besser und sonst schmeckt das nicht so weich. Und so finde ich es immer am besten. Ich bringe jetzt erstmal das Feuer ein bisschen in Gange. Auf jeden Fall ist es zwar ein bisschen nass, aber ich hoffe, wir kriegen das trotzdem hin. Ich nehme jetzt hier Maya das. Das ist Pinienholz mit Harz getränkt und brennt auf jeden Fall ziemlich gut. Und das werden wir jetzt hier auf Birkenrinde geben und dann haben wir hier schon ein bisschen Reisig trocken gemacht. Und dann hoffe ich, dann klappt das. Ich habe jetzt Butter in meine Pfanne gegeben. Wir werden das jetzt erstmal die zerlaufen lassen und dann ein bisschen Knoblauch da dran. Dann werden wir das Brot da drin rösten. Butter ist jetzt warm. Das Brot ist fertig geröstet. Jetzt können wir die Pilze dazugeben. Ich brate die Pilze gern lang an, damit sie schön knusprig werden. Und dann kann ich auch gleich jetzt meinen Schinken dazugeben. Das sieht auch dann super aus. Und dann gießen wir das gleich schön mit der Sahne auf und würzen das. Dazu gibt es dann das schöne Brot. Gießen wir jetzt schön mit der Sahne auf. Und lassen das nochmal ein bisschen einkochen. So, ich würze das jetzt noch ein bisschen. Es wird langsam gut. Und noch Salz und Pfeffer natürlich. Und ich finde, das reicht dann völlig aus. Sieht dann super aus und ich lasse jetzt noch ein bisschen einkochen, damit die Soße etwas dicker wird und das dann besser schmeckt. Aber das ist schon gleich gut. So, das kann man jetzt endlich runternehmen. Und dann machen wir den Brenner aus. Und den Deckel drauf. Und dann werden wir das jetzt ein bisschen garnieren, ne? Geben das hier drauf. Oh, das gibt eine schöne Soße. Geben das hier drauf. Sieht das schon super lecker aus. Und geben hier unsere schönen Brötchen oder frisch gebackenes Brot da drauf. Und dann werde ich das Ganze jetzt mal probieren.
Schmeckt super gut. Einfach so für den Wald. Und das Brot schmeckt auch super. Nur werde ich jetzt weiter genießen noch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.